Okay. Sehe, es fängt an mit Batman okay, Arkham City. Ich mach raus. Jo. Viel Spaß. Bis später, Veni. Ciao, ciao. Du, ciao, ciao. Ich bin aber auch raus. Jo, kein Problem. Du schaffst das. Alles Chat ist bei dir. Ausgezeichnet. Chat, ihr habt sie gehört. Ich brauche Nebenkombi von euch fleißig. Ich hoffe, ihr habt euch alle brav vorbereitet auf den Run. Ich verlange nach dem Ende des Runs eine kurze Synopsis von jedem. Ein Essay, 300 Wörter, 10 Minuten Zeit. Sollte okay sein. Währenddessen, herzlich willkommen zu Batman Arkham City. Ein Run, der weitaus kürzer ist in der Any% New Game Plus Variante. als der normale Any% New Game Run. Und danke, das ist der Tyler, für die 26 Monate. Hallo, Mann. das ist nicht wenig. Krass. Genau, das ist jetzt der prüfungsrelevante Stoff, der zum Test kommt. Ich hoffe, dass ihr alle gut aufpasst. Aber ja, ich sollte gleich vorwegnehmen. Die Weltrekorde für, oder der Weltrekord für Any% New Game liegt über einer Stunde. Also ein solider Run, you know, ein bisschen über eine Stunde. Ich glaube, eine Stunde vier oder so. Angenehme Länge für einen Speedrun. New Game Plus liegt bei 15 Minuten 16. Also ein Viertel von der New Game Any% Zeit. Und das ist auch ein Teilgrund, wieso wir dieses Spiel zweimal dieses Event sehen werden. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir Batman diese Woche sehen. Auch morgen werden wir wieder Batman Arkham City sehen, nur in der Any% New Game Variante, wo wir ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Jetzt allerdings fangen wir an mit dem Run. Und ich nehme gleich vorweg, es ist eine Menge an Cutscene und eine Menge an Chillen am Anfang. Der Run fängt erst wirklich an, oder die New Game Plus Seite des Runners fängt erst wirklich an, wenn wir unseren coolen Batsuit bekommen und Batman sind und nicht Bruce Wayne. Das sind zwei verschiedene Personen natürlich. Yep. Währenddessen, wir sind jetzt gerade aus der Sicht von Bruce Wayne gefangen in irgendeiner Untergrundorganisationsgeschichte und sehen uns jetzt im Spiegel. Wir haben einen coolen Suit. Wer Batman an sich nicht kennt, ich frage mich, wie das überhaupt möglich ist, aber Bruce Wayne ist eine sehr reiche Persönlichkeit, die Batman geworden ist durch eben den Fakt, dass er viel Geld hat und sich die Dinge einfach besorgen konnte und dadurch, dass er sehr, sehr gut ist in vielen Martial Art Techniques. Er ist ein Meister von vielen Kampfsportarten und wir werden das auch in Kürze, glaube ich, sehen. Auf dem Weg dorthin, in der Cutscene gerade, haben wir einen Guard absolut weg CQC'd, obwohl wir unsere Handschellen angelegt bekommen haben, aber ich meine, wir sind Bruce Wayne, wir können alles. Oh, warte. Die PV ist Estimate. Ausgezeichnet. Sehr gut. aber ja, wir sind hier weiter noch ein bisschen einfach am Chillen. Sehen hier, dass wir unter vielen anderen Underground-Inmates sind, die alle hier in dieser Untergrundarena ziemlich heiß darauf sind, uns in die Fresse zu schlagen. Es ist sehr selten, dass ein Billiardär oder so hier in den Untergrund kommt und ja, wenigsten allerdings wissen, dass wir nicht nur ein reicher Dude sind, sondern auch ein bisschen cooler sind. Wir chillen hier ein bisschen rum, warten, bis die Tür vor uns sich öffnet. Währenddessen plaudern wir mit ein paar anderen Inmates, die ja nicht viel mit dem zu tun haben. Ähnlich wie wir wissen die auch nicht, wieso sie hier sind und die können auch nicht wirklich kämpfen und so und haben voll Panik. Wir versuchen ihnen Ruhe zu bereiten, sagen, bleibt in der Nähe von mir, ich habe einen Plan, aber ich meine, wir sind Bruce Wayne, wir haben noch nie gekämpft, oder? Das ist so die Einstellung, die sie haben. Währenddessen allerdings selbst mit Handschellen benutzen wir unsere Batman-Kampfsportkünste, um alle zu killen und K.O. zu schlagen und Kämpfe sind kein Problem für uns. Wir nehmen hier absichtlich den Schaden, den Hieb, auf die Knie, um die nächste Cutscene zu starten, mit dem Herrn Pinguin, der hier vor uns chillt.
Schließt das nicht an Arkham Asylum an? Das kann gut sein. Ich kenne mich nicht aus mit dem Batman Arkham Punkt, Punkt, Punkt spielen. Aber das kann gut sein, dass es direkt daran anschließt. Aber ja, der Herr Penguin scheint anscheinend dahinter zu sein, dass wir hier gefangen sind. Und ja, es ist... Man weiß nicht genau, was in der Story abgeht, wieso wir hier sind. Wir wissen nur, sie wissen von Batmans Identität, also zumindest die großen Bösewichte hier, und wollen natürlich ihre Rache und checken einfach nicht, dass Batman einfach zu cool ist für sie. Und das sehen wir auch jetzt gerade. Immer noch mit Handschellen, umgeben von, was aussieht wie trainierte Handlanger von Herrn Penguin. Wir ziehen sie immer noch weg, brechen dabei nebenbei unsere Handschellen einfach mit purer Kraft. Und hey, wir sind einfach zu cool für die. Und ja, das ist eine der wenigen Kampfszenen, die wir auch in dem Spiel haben. Und wir werden gerade absolut vernichtet. Wir können hier theoretisch sterben. Das ist etwas, was nie wirklich passiert, aber es ist möglich. Die einzige Möglichkeit, die wir hier haben, um die Sequenz schneller zu machen, ist einfach, die Gegner anzugreifen, die gerade nicht gestunt sind von unserem letzten Heap. Das heißt, wir dreschen nicht auf einen Gegner immer und immer ein, sondern wir verteilen all unsere Schläge auf einen Gegner hier, auf einen Gegner da, weil, ja, es gibt einen kleinen Cooldown immer bei einem einzelnen Gegner, weil man ihn wieder schlagen kann. Deswegen optimiert man das, indem man sich abwechselt mit unseren Zielen. Gut. Aber ja, wir haben mittlerweile Kontakt zu unserem Butler. Und der ist so nett und schickt uns auf dem direktesten Weg einen Batsuit hier oben am Dach. Wir sehen es jetzt landen. Bekommen wir unseren Batsuit mit all den Gadgets und all dem coolen Zeug. Und ja. Wir sind kurz davor, unsere cool Stuff zu bekommen. Sind das hier bei Fighting Games Recovery Frames? Ausgezeichnet, ja, das sind tatsächlich Recovery Frames. Nur in diesem Spiel kann man leider Leute nicht hitten, während sie in Recovery Frames sind. Aber gute Terminology. Sehr cool. Gut, wir sind jetzt nicht mehr Bruce Wayne, der langweilige, reiche Dude. Wir sind Batman, der coole Evil Dude oder Schattentude, der gut ist und so. Und wir haben eine kleine Mod drin, dass wir noch ein bisschen cooler aussehen. Und das ist jetzt der Punkt, wo der Run wirklich anfängt, weil wir haben mit New Game Plus jetzt all die Gadgets sofort bekommen, die man überhaupt bekommen kann. Wir haben alles schon, was man im Spiel bekommen kann. Und wir werden das sofort ausnutzen. Storytechnisch heißt es jetzt, okay, wir bekommen das jetzt mit. Hier unten ist irgendwo Catwoman und sie wird angegriffen von all den Inmates und ja, es sieht nicht gut aus für sie und vielleicht weiß sie, was abgeht. Sie kommt sicher klar. Passt schon. Wir werden sie komplett ignorieren. Wir werden Catwoman nicht ein einziges Mal hier sehen. Stattdessen nehmen wir einen kleinen Umweg zu der direkten Route zum Fortlauf des Spiels. Und sobald der anfängt, werde ich mir den Mund fusselig reden, weil das fängt jetzt so richtig an. Wer denkt, das Spiel hat keine Glitches? Oh boy, passt auf. Was wir direkt am Anfang machen, ist, wir benutzen einen Line Launcher, um ein Seil von dort zu diesem Dach zu schießen. Dann befestigen wir uns auf diesen Line Launcher und machen einen Quickfire mit dem Batarang, um einen gewissen Status zu erhalten, um das hier gerade aufzusetzen. Und zwar ein Standing Storage. Standing Storage ist, wenn man schnell aimt, shoot und dann zu seiner Rack Gun, also die Remote Electrical Charge Gun switcht. Und dadurch bekommt man einen sehr seltsamen Status, wo man weird dasteht und das Spiel sich sehr weird verhält. Wenn man in diesem Status dann aimt und den Batarang rausholt, denkt das Spiel, wir sind immer noch auf dieser Line, auf der wir uns kurz befestigt haben, auf dieser Railing, obwohl wir gar nicht dort waren. Und wenn wir dann mit dem Batarang auf eine bestimmte Richtung geschossen haben, dann konnten wir out of bounds gliden zu dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Und das ist die Collapse Streets, die kollabierten Straßen. Und es war so ein Vorgeschmack von was
möglich ist, wenn wir alle Items und all die möglichen Glitches von Anfang an haben, weil das sind eine Menge Techniken aufeinander gestackt, um einfach sehr direkt out of bounds zu fliegen und eine Menge zu skippen. Wir sind jetzt in einem Predator-Raum, wo man normalerweise eine Menge an Gegner haben würde, die man bekämpfen müsste. Allerdings, die sind noch nicht geladen, weil wir sind hier viel früher, als wir sein sollten. Und wir machen hier etwas Ähnliches, was wir davor gemacht haben. Wir haben uns auf diese Line befestigt, haben kurz einen Quickfire mit der Batarang gemacht, schießen aber stattdessen diesmal einen... Ich komme nicht hinterher. Wir haben ganz viele Dinge gemacht auf einmal, haben wieder diesen Standing Storage aufgesetzt und ganz viele andere Dinge gemacht, sind in den Teleporter, in den Fahrstuhl hier rein teleportiert und fahren mit dem jetzt hoch. Normalerweise sollte auch dieser kleine Trapdoor, die über uns ist, schon offen sein und man sollte sich auf den Elevator hoch bewegen können mit einfach einem simplen Jump. Oh, und die ist tatsächlich sogar offen. Es kann sehr gut sein, dass sie manchmal nicht offen ist. Wir benutzen diese Trapdoor, um uns durch eine Barriere, die wir dort kurz gesehen haben, durchzuglitschen, die halt auch da ist, weil wir hier viel früher sind, als wir sein sollten. Wir bereiten uns jetzt vor für den nächsten Trick, der direkt gleich folgt. Sobald wir eine bestimmte Höhe erreicht haben, benutzen wir eine Reihe an Frost Blasts, glaube ich, heißen die Dinger, um viel an Höhe aufzubauen, um dann wieder viel mehr von dem Level zu skippen und wir werden sehr wenig davon sehen. Was wir schon bereit gemacht haben dafür ist, wir haben wieder ein Standing Storage aufgesetzt, wir haben die Remote Electrical Charge rausgeholt und feuern jetzt ganz viele von denen und bauen damit Höhe auf. Wir sehen das jetzt zwar nicht, aber der Elevator ist stehen geblieben. Wir bauen jetzt noch weiter Höhe auf und fallen wieder runter, weil wir es verfehlt haben. Aber was wir ganz kurz gesehen haben, war eben diese Ledge, zu der wir hoch wollten damit. Wir haben Höhe aufgebaut, um gerade so zu dieser Ledge hoch zu grappeln, um diese Sequenz hier zu skippen. Ich habe noch nie die Backup davon gesehen, also mal schauen, wie er das macht. Okay, nein, er geht wieder rein, er setzt wieder den Standing Storage auf und versucht jetzt wieder... Wenn er den Standing Storage richtig hittet, weil das sind eine Menge schnelle Inputs auf einmal, versucht er wieder die Höhe aufzubauen mit der Technik, die er davor angewandt hat. Oh ja, jetzt wieder. Also, er hat eben dasselbe Setup wieder vorgemacht, schießt jetzt eine Menge an Freeze Blasts hoch, um an Höhe zu gewinnen, kann so gerade an diese Ledge hochgrappeln, sobald das Prompt auftaucht und... kann jetzt um den Tower rumgleiten zu einem bestimmten Trigger, wo er hier den Missile Launch aktivieren kann. Das ist notwendig, um die nächste Sequenz abspielen zu lassen. Wir haben hier eine sehr spezifische Reihe an Glide Movement. Wir haben uns hochgegrappelt, nicht an die Ledge uns gegrappelt, sondern wir sind hochgesprungen, bevor unser Grapple geendet hat, um mehr an Höhe zu sammeln, gegen den Elevator zu springen. Und diese extra Höhe hat uns gerade so hier hoch gleiten lassen. Und wir sind jetzt wieder in einem Bereich, wo das Spiel absolut nicht denkt, dass wir hier schon sein könnten. Und deswegen erkennen uns die Gegner überhaupt nicht. Wir rennen an ihnen vorbei und sie sehen uns einfach nicht. Sie denken einfach nicht, dass wir hier sind. Und sie glauben so stark daran, dass sie uns einfach nicht sehen, selbst wenn wir direkt vor ihnen stehen. Also killen wir jetzt einfach alle Gegner, die hier sind. Sobald wir alle hier gekillt haben, können wir eine weitere Tür öffnen und können... das Spiel fortfahren. Aber ja, wir sehen hier, wir stehen direkt vor dem einen Gentleman. Wir haben seinen Partner vor seinen Augen gefreezed. Er ist umgeben von Eis und kann sich nicht bewegen. Und er dachte sich, jupp, niemand ist hier. Also alles gut. Gut, aber ja, wir haben hier alle Gegner in dem Areal ausgenockt. Geben hier das Passwort ein, das immer dasselbe ist. Und das sollte sein Gotham Savior. Er hat's gleich. Savior, komm schon. Savior, da ist es. Ich weiß nicht, wie das Hacken funktioniert. Also, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es ist immer dasselbe Wort, immer dasselbe Passwort an derselben Hacking-Stelle. Ähnlich wie bei Deus Ex, das wir gerade gesehen haben. Wir haben hier jetzt ein Cutscene. Dieser Gentleman hat uns in der Untergrund... Cutscene ziemlich, ja, der ist uns ziemlich auf die Nerven gegangen. Wir haben ihn mit einem Dropkick das zurückgezahlt und haben die ganze Sequenz jetzt fertig hinter uns.
Ich bin ehrlich, von der Geschichte her haben wir so viel geskippt, dass wir jetzt einfach irgendwo sind. Davor war der Penguin der große Antagonist und dann mussten wir Catwoman retten und jetzt heißt es, hey, der Joker ist ein Thema und wir müssen ihm hinterherrennen oder so. Das, yep. Du drehst einfach den Analogstick vom Controller so lange, bis die Buchstaben das Wort ergeben. Ausgezeichnet. Hey! Dieser Screen, diese Cutscene ist normalerweise der Punkt, wo wir Joker sehen und er spielt in der Öffentlichkeit ab. Uhu, hey Batman, ich weiß, dass du zuschaust. Ich habe coolen Stuff und so. Aber dieser Screen, diese Cutscene auf diesem Screen ist sehr leicht zu modden. Wir sehen hier eine Werbung von Bioshock zu dem guten alten Ryan und seinem Universum. In dem Run, den ich geschaut habe, habe ich eine Tom and Jerry Folge gesehen und eine Oldschool Cartoon Folge von Batman. Also die Oldschool Cartoon Batman Serie. Also ja, man kann die sehr leicht modden. Gut, nach dieser kurzen Kinoerfolge sind wir auf dem direkten Weg zu einem Haufen von Snipern, die uns davon abhalten, in ein Kino reinzugehen. Aus Gründen, die mir nicht erklärbar sind, weil wir können eigentlich einfach durch die Tür gehen. Aber wir müssen all die Sniper hier entweder anarmen von ihren Sniper-Rifles oder wir müssen sie ausnocken. Das Anarmen von den Sniper-Rifles ist natürlich weitaus schneller als zu jedem Einzelnen hinfliegen und den K.O. schlagen. Das heißt, wir gehen einfach nur zu ihnen hin, nehmen uns entweder deren Sniper, ohne denen wirklich was anzutun, oder wir suplexen sie oder brechen deren Genick. Ich meine, was auch immer funktioniert. So, zwei sind noch direkt vorm Kino. Wir droppen auf sie direkt drauf. Und das... Okay, einer ist noch irgendwo auf einem Dach, aber... Der sollte... Ja, okay, doch nicht. Das war einfach nur der Sniper, der direkt neben uns war. Oder? Ah, nee, doch. Einer gibt's noch in der Ferne, den hat er übersehen, also kann man noch schnell hochgehen. Ja, yep, direkt mit dem Sniper, wir können durch die Tür. Gut, herzlich willkommen zu der finalen Map und somit der finale Boss des Spiels. Herzlich willkommen zu Clayface. Oder Clayman. Wie heißt der? Clayface? Ja, Clayface. Soneris hat ihn Clayman genannt. Ich war gerade sehr unversichert über mich. Aber wie der Bosskampf verläuft ist, wir wollen ihn locken zu diesen explosiven Fässern, die an jeder Ecke von diesem Raum platziert sind. Das heißt, wir lassen ihn hinrollen zu diesen explosiven Fässern. Er explodiert, das macht massiv Schaden. Und dazwischen bewerfen wir ihn mit Freeze Blast. Das ist unsere zweite Variante, Schaden zu machen. Also, ja, der massive Schaden kommt von den Explosionen. Der Rest kommt von unseren Freeze Blasts, die wir dazwischen werfen. Hier detonieren wir wieder die Explosionen. Diesmal ein bisschen manuell und weniger cinematisch ohne Slow Motion. Und wenn wir genug Schaden machen in einer Phase, können wir das Schwert aus seiner Schulter ziehen, das zufällig dort ist, und ihn damit heftig viel auf die... es ist noch nicht die Uhrzeit. Wir können damit Schaden machen. Gut. Das ist also die erste Hälfte von Phase 1. Wir können seinen Slime-Buletten ausweichen, indem wir einfach ganz viel rumrollen und cool aussehen, denn wir sind Batman. Und ja, es ist dieselbe Geschichte wie davor. Wir lassen ihn durch die zu den Ecken rollen, damit er explodiert, macht gut Schaden und ja. Gut, und wir haben jetzt das Estimate überschritten. Ich weiß nicht, wieso er seine PV als Estimate nehmen würde, aber ich meine, ja, was? Ich meine, wir sind eh gleich fertig. Es braucht nicht mehr lange. Wir haben wieder genug Schaden gemacht. Dieses, das Ende von Phase 1 des Bosses, ja, Spoiler Alert, es gibt noch eine zweite Phase. Und ja, wir beenden das Ganze, indem wir ihn absolut zu Stücken slicen mit dem Schwert. It's a meme, weil er immer über damit geht, ausgezeichnet. Well, ich meine, dann ist es gut. Ursprüngliches Estimate war 32 Minuten. Okay, das macht Sinn. Gut, hier sehen wir das erste Mal und das letzte Mal Joker mit einem großen roten Knopf.
Es ist erstaunlich cartoonisch dafür, wie ernst sich dieses Spiel nimmt. Wenn Xona mal unter Estimate bleibt, ist es eine Sensation. Okay, ausgezeichnet. Ich bin nun informiert. Gut, aber ja, wir behalten unser Schwert. Wir kommen zur letzten Phase von den Überresten von Clayface. Er ist wirklich nur noch drei an dem Punkt, aber er spawnt jetzt ganz viele Gegner um uns rum und er selbst kommt irgendwann dazwischen hoch. Und die Strategie hier ist, wir wollen all diese kleinen Gegner so weit wie möglich entfernen und dann auf einer bestimmten Stelle stehen, wo er gerade kurz gestanden ist. Es ist relativ im Offenen, aber Clayface selbst kann ihn dort gar nicht treffen, wenn er an dieser bestimmten Stelle steht. Das heißt, er will immer, wenn möglich, all die kleinen Gegner killen, weil die machen viel Schaden. Und dann an der Stelle chillen, ganz viele Frostblasts werfen und so halt den Schaden zu optimieren. Gut, das sollte das letzte bisschen an Schaden sein, das fehlt. Er muss aufpassen, dass er nicht an diesen Gegnern stirbt. Diese kleinen Gegner machen verdammt viel Schaden. Auch wenn halt es nicht so aussieht und es wirklich viele sind, das ist, man kann hier sehr leicht verrecken sogar, wenn man mal nicht aufpasst. Aber ein Haufen mehr Frostblast sollte den Kampf beenden, ausgezeichnet. Sobald wir den letzten Input, die cinematische Todessequenz starten, ist Time. 1937. Well, leider keine neue PB und somit leider nicht unser Estimate, aber hey, das war Batman Arkham City, die Any% New Game Plus Variante. AKA die wir skippen das gesamte Spiel mit Crazy Stuff Variante. Es ist wirklich heftig. Aber ja, das ist auch ein gutes Beispiel oder ein gutes Showcase, wieso dieses Spiel eben morgen am Abend nochmal zu sehen ist. Batman Arkham City wird morgen Nacht nochmal auftauchen, nur in einer längeren Variation, und zwar in der Any% New Game Variante. Das wird ein 1-Stunden-Run und da wird man weitaus mehr sehen von dem Spiel, was es anbietet und welche Tools einem wann gegeben werden und was das erlaubt für Stuff. Hallo! Hallo! Heyo! Guten Abend! Hast du schön gemacht. Und Chat hat dir viel geholfen. Yep, ich bin sehr stolz auf euch. Ich habe eine Menge Geschichte gehört zu Batman und seine Motivationen. Wie angekündigt, you know, das war alles Teststoff. Ich hoffe, ihr seid alle bereit und informiert für den Test, der in Kürze folgt. Oh no, ich habe nicht zugehört. Ich bin raus. Keine Sorge, der Nachtest ist gar nicht so schlimm. Es geht um Portal und die Wissenschaft davon. Ja. Wir haben jetzt einen besonderen Gast, erst ehe jetzt der nächste Run losgeht. Foxy, bist du bitte so freundlich? Ja, ich habe auch schon angefragt, nicht, dass ich aus Versehen schiebe. So. Hallöchen. Ihr seht das ja nicht, aber wir haben jetzt hier den F. Georgie bei uns im Test, der ein besonderes Anliegen hat. Und damit möchte ich ihn bitten, leg los. Have you checked out speedrunstore.com yet?